Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Die Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt bedingen einander. Das eine gibt es nicht ohne das andere. In der Demokratie bilden sich die unterschiedlichen Meinungen in den Parteien ab. Meinungsfreiheit und Parteienvielfalt gehören deshalb zum Wesenskern unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Der Kampf um die Macht ist ein Kampf um Meinung. Dabei geht es darum, wer im politischen Diskurs die Meinungshoheit erlangt. Dieser Meinungskampf sollte fair und im Respekt vor der Meinung des anderen erfolgen. Respekt ist eine notwendige Bedingung für eine gelebte Meinungsfreiheit. Eigentlich sollte es doch eine Streitkultur geben, die letztlich der besseren Meinung oder dem Kompromiss zum Siege verhilft. Die Realität sieht anders aus, jedenfalls auf bestimmten Gebieten, die so stark ideologisiert sind, dass eine sachliche Auseinandersetzung kaum noch möglich ist. Hier gibt die politische Korrektheit vor, wie zu denken und zu handeln ist. Dieser Konformitätsdruck hat dazu geführt, und Umfragen bestätigen dies, dass das Empfinden weit verbreitet ist, hierzulande sei es nicht möglich, bei bestimmten Themen seine Meinung frei und unbefangen zu artikulieren. Mehrfach habe ich dazu von ehemaligen DDR-Bürgern zu hören bekommen, zu DDR-Zeiten habe man gewusst, was man nicht sagen durfte und habe sich entsprechend verhalten. Heute dürfe man eigentlich alles sagen, müsse sich aber doch genau überlegen, was man sage und was einem schaden könne, im Beruf, bei der Karriere, im Verein oder sogar in der Familie. Ja, das ist so. Die Kanzlerin hat mit ihrer Migrationspolitik die Gesellschaft tief gespalten. Der Riss geht bis in die Familien. Ja, es stimmt auch, wir haben eine Menge heimlicher Unterstützer, die sich nicht trauen, dies offen zu zeigen. Und das müsste jeden Demokraten eigentlich nachdenklich stimmen. Dieser Konformitätsdruck schränkt den freien und offenen Diskurs ein. Das zeigt sich ganz deutlich bei der Migration. Hier stehen sich gewissermaßen zwei Glaubensrichtungen gegenüber. Die eine Seite will die Nation überwinden und setzt an deren Stelle die EU. Sie vertritt eine Politik der offenen Grenzen und sieht in der Migration eine Bereicherung. Sie sagt ausdrücklich Ja zu einem veränderten Deutschland als ein multikulturell geprägtes Einwanderungsland. Dafür tritt insbesondere der rot-grüne Sektor ein. Die andere Seite hält an der Nation fest, strebt ein Europa der Vaterländer bzw. der Nationen an, will die eigene Identität bewahren und lehnt eine zu einer Überfremdung führende Massenmigration entschieden ab. Das ist insbesondere die Position der AfD. Die sich aus der Migration ergebenden Herausforderungen sind so groß, dass darüber eigentlich ein freier und offener Diskurs stattfinden müsste. Stattdessen hat sich in der Auseinandersetzung zwischen den Lagern eine Strategie der Moralisierung entwickelt, die ist der Seite, die das angeblich Gute vertritt, das sind verkürzt die Deutschlandveränderer, erlaubt, den Kreuzzug gegen die andere Seite, das ist die AfD, mit allen Mitteln zu führen, auch wenn dabei die demokratischen Regeln verletzt werden. Im parlamentarischen Diskurs bezeichnen sich die mit der AfD konkurrierenden Parteien fortwährend als die demokratischen Parteien im Landtag und wollen damit suggerieren, dass sie allein demokratisch sind. Die Linke macht das ebenso überzeugend wie ihre Vorgängerpartei, einst die DDR als Deutsche Demokratische Republik gepriesen hat. Die eingesetzten Waffen in der politischen Auseinandersetzung sind meist nicht gewalttätige Übergriffe, wenn wir das Werfen von Steinen gegen friedliche Demonstranten, Polizisten und die Angriffe auf Einrichtungen der AfD einmal außer Acht lassen. Die wirksam eingesetzten Waffen sind Desinformation und Begriffsverwirrung. Hier insbesondere der Einsatz politischer Kampfbegriffe wie Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, denen jegliche begriffliche Trennschärfe fehlt und die somit beliebig einsetzbar sind. Im politischen Diskurs ist links schick und steht für das Gute. Rechts wird in einem Atemzug mit rechtsextrem und neonazistisch gleichgesetzt. Folglich gibt es im Verbund mit den Medien und unter Anzapfung aller möglichen Fördertöpfe nur einen Kampf gegen rechts, nicht etwa gegen links oder wenigstens linksextrem. Es werden zur Verunglimpfung und Stigmatisierung des Gegners die erwähnten Kampfbegriffe eingesetzt. Rassismus hat sich dabei zu einer neuen Allzweckwaffe entwickelt. Wer ohne sich über den anderen zu erhöhen
seiner Sorge Ausdruck verleiht, dass Migranten aus uns fremden Kulturen vielleicht nicht so gut zu uns passen und schwerer zu integrieren sind als Zuwanderer aus einem, europäischen Land, sieht sich mit Sicherheit dem Vorwurf des Rassismus ausgesetzt. Und ich bin sicher, Herr Ritter, dass dies in der Aussprache bestätigt wird. Ich zitiere aus, sehen Sie, diese Begriffsverwirrung, dafür stehen Sie evident. Ich zitiere aus der Rede des ersten Reichspräsidenten Ebert zur Eröffnung der Nationalversammlung am 6. Februar 1919, also sehr weit zurück, weit vor der NS-Zeit. Zitat Anfang. Unsere deutsch-österreichischen Brüder haben sich auf ihrer Nationalversammlung am Datum als Teil der Großdeutschen Republik erklärt. Jetzt hat die deutsch-österreichische Nationalversammlung erneut unter stürmischer Begeisterung uns ihren Gruß entboten und die Hoffnung ausgesprochen, dass es gelingen wird, das Band, das die Gewalt 1866 zerrissen hat, wieder neu zu knüpfen. Ich bin sicher, im Sinne der gesamten Nationalversammlung zu sprechen, wenn ich diese historische Kundgebung aufrichtig und voll Freude begrüße und sie mit gleicher herzlicher Brüderlichkeit erwidere. Unsere Stammes- und Schicksalsgenossen dürfen versichert sein, dass wir sie im neuen Reich der deutschen Nation mit offenen Armen und Herzen willkommen heißen. Sie gehören zu uns und wir gehören zu ihnen. Zitat Ende. Warum dieser Rückblick? Natürlich nicht, um hier einem Anschluss das Wort zu reden. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert hat sich hier zur deutschen Nation geäußert und ich entnehme in seinen Worten, dass er von einer Begrifflichkeit weit ab von Rassismus, aber auch weit ab von einem beliebigen Multikulturismus ausgeht. Und ich frage in Richtung SPD, ob Sie sich nach dem, wie Sie mit der Rassismuskeule umgehen, nicht abgrundtief für den großen Sozialdemokraten Ebert schämen müssen, der hier doch tatsächlich von Stammes- und Schicksalsgenossen spricht. Ist das nach Ihrem Sprachmuster nicht völkisch, national und rassistisch und damit in höchstem Maße verwerflich? Und dann hat dieser Ebert auch noch das Deutschlandlied in allen drei Strophen zur Nationalhymne erklärt. Vielleicht kommt Ihnen aber auch die Erleuchtung, dass mit Ihrer Begrifflichkeit irgendetwas nicht stimmt. Anstelle von Ebert hätte ich auch Helmut Schmidt zitieren können, der zur deutschen Nation, auch zur Migration, eine ganz klare Meinung hatte, die mit dem, was die Sozialdemokratie heute dazu zu bieten hat, nichts zu tun hat. Und die CDU unter Merkel macht da fleißig mit. Nicht nur, dass eine CDU-Verteidigungsministerin in ihrer Säuberungsaktion einen Helmut Schmidt bzw. dessen Bild als Wehrmachtsoffizier in Uniform in einer Bundeswehrschule abhängen lässt. Nein, wieder dran mit einem albernen zusätzlichen Vermerk der Rechtfertigung. Nein, die Kanzlerin hat ein ganz neues Verständnis von Nation und Volk und dies so hat sie so formuliert. Für sie ist, und darauf kann wegen seiner Ungeheuerlichkeit nicht oft genug hingewiesen werden, Volk jeder, der in Deutschland lebt. Noch ein Wort zu Chemnitz. Hier hat es aus dem rechtsextremen Milieu Aktivitäten gegeben, die nicht zu rechtfertigen und auch nicht zu beschönigen sind. Nach Angaben der zuständigen Behörden hat es aber zweifelsfrei keine Hetzjagden auf Ausländer gegeben. Der dazu gezeigte Videoausschnitt war etwas völlig anderes. Hier geht es nicht, Herr Krüger, hier geht es nicht um semantische Feinheiten, wie Sie meinten, hier mal zu bemerken. Auch hier geht es um eine massive Desinformation, um die AfD zu beschädigen. Die Bundesregierung war sich nicht zu schade, sich diese Desinformation zu eigen zu machen, die eigene Bevölkerung zu denunzieren, wie der Schweizer Journalist Roger Köppel zutreffend bemerkt. Im Kampf gegen rechts ist die Ministerpräsidentin, die jetzt nicht mehr da ist, besonders aktiv. Sie gehört neben Katrin Göring-Eckardt und Ralf Stegner zu den Erstunterzeichnern des Bündnisses Aufstehen gegen Rassismus, zu dem auch linksextremistische Gruppierungen gehören. Dazu zählt auch die interventionistische Linke, die maßgeblich an den gewalttätigen Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg beteiligt war. Das Bündnis bekämpft die AfD, die als eine rassistische, frauenfeindliche und undemokratische Partei bezeichnet wird und aus den Parlamenten geworfen werden soll, damit diese nazifrei werden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was das inhaltlich bedeutet, wenn man denn eine Vorstellung davon hat, was der Nationalsozialismus bedeutet, was dieser aus unserem Land gemacht hat. Das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus erklärt die Zusammenarbeit mit der lokalen Antifa für oft lohnenswert und gibt auf 40 Seiten Empfehlungen,
wie die AfD unschädlich gemacht werden kann, durch konkret beschriebene Störungen, aber auch dadurch, dass Gastwirte zu Absagen gedrängt werden. Die Frau Ministerin würde ich eigentlich fragen, oder ich sage mal so, bei der Frau Ministerpräsidentin, bei ihrem Demokratieverständnis stellt sich ernsthaft die Frage, ob diese Ministerpräsidentin in diesem Bündnis nicht besser aufgehoben ist als hier in diesem Hohen Hause. Die Hetze gegen die AfD und der Druck auf Personen, die uns unterstützen oder auch nur Räume in einem Hotel vermieten wollen, hat ein unerträgliches Ausmaß angenommen. Hoteliers verweigern sich aus Sorge davor, dass ihnen die Scheiben eingeworfen oder sie auf andere Weise als AfD-Unterstützer geächtet werden. Hier, da sind sie völlig auf dem Holzwege. Ich kann ein persönliches Erlebnis bezüglich unseres Parteitages in Augsburg wiedergeben. Da habe ich mit einem Hotelier telefoniert, wir haben dort Zimmer gebucht und da kam sinngemäß eindeutig die Rückmeldung, dass er gegen uns gar nichts hat, auch eher Sympathie dafür hat, aber wir wollen doch bitte, wenn wir dort im Hotel sind, uns nicht unbedingt äußerlich als AfD-angehörige Parteimitglieder zu erkennen geben, weil er schon Drohanrufe bekommen hat. Das ist die Realität, die wollen Sie natürlich nicht wahrhaben, weil sie Ihnen nicht passt. So, die Hetze, die Sie offensichtlich gut finden, finde ich als Demokrat unerträglich. Hier wird nämlich ein Klima erzeugt, das in einem liberalen Rechtsstaat eigentlich undenkbar sein sollte. Ein Klima, das an unsägliche Zeiten erinnert, wo den Menschen schon einmal vorgeschrieben wurde, mit wem man keine Geschäfte machen darf. Und da der Erfolg der AfD trotz alledem nicht zu bremsen ist und die Panik bei den Altparteien immer größer wird, versucht man es jetzt mit dem Extremismusvorwurf und bringt eine Verdachtsbeobachtung durch den Verfassungsschutz ins Gespräch. Dies war bereits Thema im Innenausschuss. Der Innenminister sprach dabei die aus seiner Sicht fehlende Abgrenzung zum rechtsextremen Spektrum an. Ich nehme diesen Hinweis sehr ernst, gebe aber zu bedenken, dass es nicht ohne weiteres möglich ist, unliebsame Unterstützer von einer Demonstration fernzuhalten. Vor allem gebe ich zu bedenken, dass hier bitte auch bei Gegendemonstrationen derselbe Maßstab angelegt wird. Der Innenminister führte als Beispiel einer nicht hinreichenden Abtrennung vom Rechtsextremismus die Fliegenschiss-Äußerung meines Parteikollegen Gauland an, die ich hiermit im Zusammenhang zitieren möchte. Zitat Anfang: Wir haben eine ruhmreiche Geschichte und die dauerte länger als die verdammten 12 Jahre. Und nur wenn wir uns zu dieser Geschichte bekennen, haben wir die Kraft, die Zukunft zu gestalten. Ja, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für diese 12 Jahre. Aber Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Zitat Ende. Man kann diese Formulierung sicherlich kritisieren. Aber als Nachweis einer Nähe zum Nationalsozialismus taugt sie nun wirklich nicht. Dass dies dennoch versucht wird, zeigt, wie real die Gefahr eines Missbrauchs des Verfassungsschutzes ist, um eine missliebige Partei auszuschalten und damit den Rechtsstaat in seinem Kern anzugreifen. Wir werden uns dagegen zu wehren wissen. Vielen Dank.